Hey, es ist Yuri Experience und heute sprechen wir über Bartprodukte. That's Yuri Experience. Gefällt euch dieses T-Shirt? Es hat echt coole Textur. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich hier rede, guckt bitte das Video von gestern an, wo ich genau darüber spreche. Heute sprechen wir aber über Bartprodukte. Es gibt eigentlich nicht so viele Arten der Produkte, die wir für unsere Bart anwenden können. Und ich werde kurz euch heute über die Produkte erzählen, über Gemeinsamkeiten, über Unterschiede und wieso und wie man die benutzt. Aber bevor wir anfangen, du brauchst erst dann ein Bartprodukt, wenn du auch einen Bart hast. Meine Definition hier war und ist, wenn du mit deinem Gesichtspflegecreme Haut unter dem Bart nicht mehr einpflegen kannst, also wenn du mehr Creme auf deine Haare hinterlässt als auf der Haut, dann sollst du dir Bartprodukte besorgen. Aber wenn du dich rasierst oder wenn du halt richtig kurzes Bart hast, der Stachelbart, glaube ich, heißt es, dann brauchst du kein Bartprodukt. Es gibt eine Meinung, dass bestimmte Bartprodukte helfen euch damit, Bartwuchs zu verursachen oder sonst was. Aktuell weiß ich nicht, ob es funktioniert. Es gibt ein paar Sachen, die helfen können, Bartwachstum zu erhöhen oder Bartlänge zu wachsen zu lassen oder sonst was. Aber ich habe noch nicht davon mitbekommen, dass Bartprodukte damit helfen. Dementsprechend jetzt, aktuell, so heute wäre meine Ansage, wenn ihr keinen Bart habt, braucht ihr kein Bartprodukt. Wir fangen mit dem ersten Produkt aus drei. Es gibt drei Arten der Produkte und das ist Bartöl. Ich habe schon kurz Bartöl in meinem Video über meine Gesichtspflegeprodukte angesprochen und ich benutze es selber aktuell, damit ich meine Haut unter dem Bart und Bart befeuchten kann. Bartöl besteht aus mehreren Ölen. Es gibt normalerweise ein so Basisöl und ein paar andere Öle, die auch dazu kommen. Das Ziel ist logischerweise Pflege. Man versucht die Haut und die Haare zu befeuchten. Außerdem kann auch Bartöl gut riechen, wenn ihr auf sowas steht. Es gibt auch Öle, die nach nichts riechen. Ich persönlich bevorzuge solche Öle über die Öle, die nach etwas riechen. Hat beides Vorteile und Nachteile. Welche Wirkung hat Bartöl? A. Ihr pflegt die Haut, dementsprechend erniedrigt die Wahrscheinlichkeit von Bartschuppen, sowas gibt es auch. Wenn die Haut unter dem Bart richtig trocken wird und so pellt oder wie auch immer es heißt, so Stückchen fallen ab. Und B. Dein Bart juckt weniger, weil es kommt auch davon, dass die Haut gereizt wird. Und durch das Öl kommt es halt nicht mehr zustande. Außerdem werden deine Barthaare schöner, irgendwie schöner zum Anfassen, ein bisschen weicher. Also alles, was man von so einem Produkt erwartet. Das ist ziemlich ähnlich wie Spülung für die Haare. Man benutzt Spülung, die Haare werden weicher, besser, gesund und sonst was. Man benutzt Bartöl, die Haare werden weicher, besser, gesund und sonst was. Jetzt gehen wir zu dem zweiten Produkt, welches komplett anders ist. Und hier sprechen wir von Bartwachs oder Bartwichse. Es ist nicht meine Schuld, es ist Bartwichse genannt. Ich habe keine Ahnung, wieso die Deutschen so sind, aber es ist Bartwichse. Dementsprechend Bartwichse ist Stylingprodukt. Also damit kann man Bart auf bestimmte Art und Weise stylen, bestimmten Formen dem Bart geben. Es ist normalerweise ein ziemlich hartes Produkt, man soll ein wenig davon nehmen und halt richtig stark mit den Händen reiben, damit es zuerst in den flüssigen Zustand übergeht und erst dann eintragen. Und manchmal hat es auch ein paar Pflegeelemente drin, aber normalerweise nicht so viele, nicht genug definitiv. Diesen Produkt braucht man natürlicherweise erst dann, wenn man schon etwas mit seinem Bart machen kann. Ich habe nicht ein Bart, welcher eine Bartwichse braucht, weil, naja, mein Bart ist zu kurz, ich kann hier nichts stylen. Aber die Menschen, die halt so Brustbart haben, das ist schon was, das ist schon eine Ansage, da kann man schon was machen. Und dann haben wir noch das letzte Produkt, Bartbalsam. Bartbalsam an sich ist eine Kombination dieser zwei vorherigen Produkten. Es hat bestimmter Anteil an Wachs in sich und bestimmter Anteil an pflegenden Elementen. Dementsprechend kann man damit ein bisschen sein Bart stylen und diese Mittel pflegt dein Bart besser als die Wichse. Wie und ob man welche Produkte benutzen soll. Dementsprechend Bartöl soll man benutzen, wenn man ein Bart hat. Wenn du ein Bart hast, würde ich dir fast hundertprozentig empfehlen, ein Bartöl zu haben. Man macht ein paar Tröpfe auf die Hand, reibt es ein bisschen, verteilt auf die Hände und dann fängt man von oben an, von dem Gesicht und geht bis zum Ende des Bartes. Man versucht sein ganzes Bart abzudecken. Es muss nicht richtig ölig sein, aber eine dünne Schicht auf jede einzelne Strähne soll schon sein. Bartbalsam und Bartwichse benutzt man auf gleiche Art und Weise, aber davor muss man die richtig gut austreiben, weil die beiden Produkte eher fest sind. Und wenn ich ausreiben sage, meine ich ausreiben. Ihr solltet danach mit der Flüssigkeit arbeiten, nicht mit Wachs, nicht mit
mit hartem Stoff. Ich benutze Badöl zweimal am Tag, einmal morgens, einmal abends, weil, naja, wenn ich mein Gesicht wasche vernünftig, dann halt benutze ich auch etwas, um mein Gesicht zu pflegen. Badbalsam und Badwichse würde ich empfehlen, nur morgens zu benutzen, weil wozu sonst sollte ihr Bad abends teilen. So, wenn ihr irgendwo hinausgeht, kein Problem, genießt es, aber sonst, ich sehe nur den Sinn, das morgens zu machen. Außerdem, wenn ihr Badwichse benutzt, bedeutet es nicht, dass ihr Badöl oder Badbalsam nicht parallel dazu benutzen könnt. Badwichse hat definitiv nicht genug pflegende Elemente in sich, dementsprechend kann es eine schlechte Auswirkung auf eure Haut und auf euren Bart haben, wenn ihr nur Badwichse benutzt. Ich empfehle Badöl. Ich bin der Meinung, dass man das benutzen soll, wofür es gedacht ist, und Badöl ist für Pflege gedacht, halt hauptsächlich. Badbalsam würde ich persönlich benutzen, wenn man nicht zu langen Bart hat, also halt ungefähr so, wo man schon ein bisschen was teilen kann, bestimmte Richtung zu einem Bart bringen kann, aber definitiv noch nicht genug für Badwichse. Und ja, Badbalsam und Badöl kann man auch parallel benutzen. Ich würde dann vielleicht ein bisschen weniger von Badöl nehmen, weil Badbalsam hat auch normalerweise pflegende Elemente in sich. Aber trotzdem beide, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Ich bin der Meinung, probiert es aus. Habt ihr ein Bad, probiert es definitiv aus. Wie gesagt, Badöl muss definitiv sein, meiner Meinung nach. Badbalsam und Badwichse kommt auf euren Bad an. Ich persönlich besitze auch Badbalsam und Badwichse. Badbalsam benutze ich, wenn ich ein bisschen längeren Bart habe, wenn ich schon ein bisschen eine Richtung geben könnte zumindest. Und Badwichse habe ich noch aus meinen Zeiten, wo ich einen gedehnten Schnurrbart hatte. Also geswirbelten Schnurrbart hatte. Das waren meine wilde Zeiten. Das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch Like-Button drücken. Ansonsten könnt ihr auch den Kanal abonnieren. Ich mache tägliche Videos zu unterschiedlichen Themen. Heute hatten wir dieses Thema und morgen habe ich so ein Vlog-Video über die Tatsache, dass ich egoistisch bin. Außerdem, wenn ihr irgendwelche Fragen über Bartprodukte, Unterschiede oder halt was kann man machen, um Bart wachsen zu lassen und sowas, wenn ihr solche Fragen habt, schreibt die bitte in den Kommentaren. Ich versuche die Fragen entweder in den Kommentaren beantworten oder ich mache ein unabhängiges Video dazu oder ich lese mich zuerst ein. Ich weiß nicht alles. Aber einiges. Das war's für heute und wir sehen uns morgen.